Pesce in Gespräch mit N'Golo Kanté? Was ist denn da los? Laut 90 Minuten hat Pesce Interesse an N'Golo Kanté. N'Golo Kanté spielt aktuell für den FC Chelsea, doch sein Vertrag läuft Ende dieser Season aus und er hat den Vertrag aktuell noch nicht verlängert. Und logischerweise, wenn ein Spieler wie Kanté auf dem Markt sein sollte, werden natürlich viele Top-Clubs aufmerksam auf ihn. Und Pesce ist eben einer davon. Aktuell sieht es aber trotzdem danach aus, als würde er seinen Vertrag verlängern beim FC Chelsea. Denn beide wollen es. Kanté mag London, will da eigentlich bleiben und der FC Chelsea möchte ihn eigentlich auch behalten. Dementsprechend ist es eher wahrscheinlich, wie gesagt, dass er bei Chelsea verlängert und nicht zu PSG geht. Sollte jetzt aber noch was passieren, bevor jetzt der Vertrag verlängert wird, dann hat natürlich PSG gute Chancen und es kann immer sein, dass solange kein Vertrag verlängert wird und ein Spieler im Sommer geht, dass falls eine scheiß Phase kommt oder sonst was, dass es da sehr, sehr schnell switchen kann. Und da ist PSG logischerweise gerade schlau und probiert natürlich Gespräche zu machen und vielleicht schafft es ja PSG auch, Kanté zu überzeugen, dass er in Frankreich spielt. PSG könnte da auf jeden Fall Pluspunkte damit haben, dass es halt in Frankreich ist und dass man da auch Französisch zum Beispiel spricht. Aber nochmal hier zu erwähnen, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er bei Chelsea bleibt. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Hofft ihr, dass Chelsea mit Kanté verlängert oder sagt ihr, nein, er soll zu PSG gehen? Oder habt ihr einen anderen Verein, wo ihr sagt, Kanté passt zu dem Verein? Schreibt das wie gesagt alles gerne in die Kommentare. Ansonsten, Freunde, sehen wir uns im morgigen Video wieder. Bis dahin, bleibt stabil.